Und weiter geht die Reise den Hügel hinauf. Aha. Oh, da läuft jemand rum. Gleisräuber. Gleisräuber-Nahkämpfer. Die Gleisräuber, mit denen habe ich doch noch eine Rechnung offen, sozusagen. Jedenfalls bat man mich, sie alle umzubringen. Lauf nicht weg. Lauf nicht weg. Na toll. Sind da noch mehr? Da. Auch Sicht blockiert. Mensch, ich sitze hier gerade so gut. Der kommt in Reichweite. Bam! Begegnung beginnt. Ja, genau. Frischfleisch. Oh, ich glaube, es sind ein paar mehr anhand der... Ein paar mehr, als ich erwartet hatte. Okay, okay, okay. Fangen wir mit dem an. Ja, ja, Frischfleisch. Oh, der hat eine große Machete, mit der hackt er wahrscheinlich rum. Und er hackt ihm voll ins Gesicht. Ja, Jochen, mit dem Scharfschützengewehr, gehst du mal, ja, bleibst du mal, wo du bist. Ah, nee, du schießt jetzt mal auf den, so. Daneben, war ja klar. Schaut, Opfer! Erzähl doch nix. Ich bin kein Opfer, du Opfer. Jetzt trifft den mal. Der steht direkt vor dir. So, und jetzt krieg ich eher was mit der Brechstange. Nein, sie schlägt daneben. Weil, warum nicht? Kann man ja zweimal hintereinander machen. Dreimal hintereinander. Jetzt trifft den doch mal. Was ist denn los mit dir? Und der trifft den nicht, weil er in Deckung ist. Das ist ja schlimm, ist das ja. So, jetzt aber. Erstmal den Typen in den eigenen Reihen wegschießen. Rose, kümmere dich. Ich sagte, du sollst dich drum kümmern. Naja, erstmal ist die Ratte dran, die frisst ihm die Genitalien ab. Gut gemacht, feine Ratte. So, Scotch, lass ihn weg. Geht doch. Geht doch, warum denn nicht gleich? Die Stiefel gehören mir. Nein, er hat meine Ratte weggeschossen. Die arme Ratte, die hat doch niemandem was getan. Außer ihm natürlich, indem sie ihn an den Genitalien geknabbert hat. Aber da war er ja im Prinzip selber schuld dran. Würde ich mal behaupten. Jo, Feuer frei. Hehe. Ja, ja, leg dich ruhig mal gemütlich hin. Und du komm mal ran, dann treffen wir euch viel besser, wenn ihr näher dran seid. Oder wir treffen euch auch gar nicht, kann auch sein. Geh mal dahin. Triffst du sie von hier? Nein. Da müssen wir wohl ein paar Schritte näher rangehen. Guck mal, jetzt machen wir hier ein bisschen Schießi-Schießi. Und dann ist die Sache auch erledigt. Du schleißt sie auch mal gemütlich ran. Ach, Angela. Und irgendwo musst du doch treffen. Jawohl. Rose, du darfst auch näher ran. Ja, jetzt geh da hin, dann liegt da halt eine tote Ratte. Ist egal. Kannst du trotzdem da hinlaufen. Scharfschütze. Ah, eine blöde Position. Wo gehst du denn mal hin? Von wo kannst du denn treffen? Kannst du von hier treffen? Ist das hier besser? Ja, schon. 62% geht. Aber geht daneben. Und Scotchmo verliert die Kontrolle. Wahrscheinlich hat er wieder Spinnen gesehen. Nehmt ihr Zeugs. Oh, okay. Du kriegst mein Zeugs nicht. Kannst du vergessen, Mann. Mist, Ladehemmung. Scheiße. Du kriegst mein Zeugs nicht. Du kriegst nur Munition. Hier. Dein Schuss krieg er. Ja, jetzt kommt nämlich die Brechstange, mein Freund. Und diesmal trifft sie auch. Sicht blockiert, Mist. Und von hier?
immer noch Sicht blockiert. Rose rastet aus. Mann, jetzt lauf doch nicht weg, du Feigling. Will ich doch nur wegballern. Da musst du doch keine Angst vor haben. 100% Trefferwahrscheinlichkeit, das gefällt mir. Voll durch die Leber. Glaube ich. 10% ist ein bisschen wenig. Aber versuch's mal. Nein. Das ging nur auf den Felsen. Dass der noch immer wegläuft und die ganze Zeit hinterher rennen. Laden wir nach. So, Brechstange. Gordon Freeman Style. Da hab ich gesessen. Fein habt ihr das gemacht. So, was haben die Schönes dabei? Erste-Hilfe-Ausrüstung. Das ist aber für Chirurg. Das ist für Erste-Hilfe. Holiday-Shop-Zubehör. Hey! Stimmt, der wurde ja beklaut, der gute Holiday. Und er sagte, wenn wir ihm seinen Kram wiederbringen, kriegen wir einen Rabatt. Das finde ich gut. Rabatte mag ich. Die sind lecker. Die schmecken nach Zimt. Zimt-Rabatt für alle. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Dieses komische Metallschwert, ist das besser als die Brechstange? Nein, das ist sehr viel schlechter als die Brechstange. Dann breche ich lieber weiter Stangen. So, jetzt mal gucken, was ihr hier noch alles versteckt habt in eurem Lager. Da sehe ich schon eine Kiste. Ah ja, Erste-Hilfe-Zeug. Das ist sehr gut. Alles an mich nehmen. Mehr nicht? Kommt schon, Leute. Ah, da haben wir noch was. Eine Truhe, eine Kiste. Vielleicht sind Schätze drin. Ja, das kann durchaus sein. Ein Rohr. Und ein Safe. Bei genauer Untersuchung findet Dörtel Maulwurf ein elektronisches Schloss. Rose waltet deines Amtes. Eine Spitzhacke. Spitzhacken sind schön und praktisch. Sie verbinden die Ästhetik einer Spitzhacke mit der Tödlichkeit einer Spitzhacke. Wie viele Safes haben die denn hier? Erstmal wollen wir hier mal die Sprengladung abmontieren, nicht wahr, Dörte? Diesmal schaffst du es vielleicht auch. Jawohl. Ein elektronisches Schloss. Oh, ein Labormantel. Der ist ja genau richtig für dich, aber du hast schon einen Labormantel an, ne? Nee, eine Lederjacke. Aber du trägst ja einen Labormantel. Naja, soll mir egal sein. Ah ja, da war ein Zahlenschloss. Knister, knister. Oh, eine Rohrbombe. Und Munition. Na, Moment mal. Labormantel, geht mal zu Dörte Maulwurf. Ach so, ach die haben... Ah, ich kann bei Rose die Kleidung gar nicht wechseln, weil die nur mein Team angelatscht ist wahrscheinlich. So, anstatt ein T-Shirt trägst du jetzt mal einen Labormantel, Dörte Maulwurf. Ja, genau. Jetzt bist du nämlich mal Doktor. So, also wir schon zwei Doktoren im Team. Ist doch schick. Schick, schick. Guck dir das an. Und hier ist jetzt Sackgasse, oder wie sehe ich das? Sieht zumindest ganz so aus. So, dann dampfen wir mal wieder ab. Auch meine arme Ratte haben sie abgeknallt. Ich wollte doch nur so ein bisschen sich an Eingeweiden laben. An menschlichen Eingeweiden, versteht sich. Das arme Tier. Oh, da ist was vergraben. Völlig übersehen. Komm hier, Grab. Wuff, hier graben. Ah ja, Müll.
Müll ist immer gut. Müll ist nett zu uns, auch in den schlimmsten Zeiten. Oh, Vorsicht, Minenfeld. Wow, voll reingerannt. Ja, das ist, wenn man halt nicht guckt, wo man hinläuft. So, entschärfen. Mann, und die gute Dörte Maul, Sibylle von der Vogelheide, Entschuldigung, ist auch so leicht angeschlagen. Vielleicht sollte sie sich mal eine ganz kleine Runde heilen. Sie ist ja die Expertin darin. Knall dir das mal rein, dann fühlst du dich gleich besser. Ja, guck, so sieht das doch schon besser aus. Und hier lagen nur drei Minen jetzt. Da sieht aus, als wäre ein Alarm dran. Und da sind Bösewichte. Ah, Mist. Ich konnte nicht den ersten Schuss machen. Das sind doch schon wieder Eisenbahnräuber. Hört auf, Eisenbahnen zu räubern. Das mögen die Leute nicht. Da mache ich nur Feinde mit. Ja, komm ruhig her. Mit deiner Machete. So, den kannst du mal wegknallen. Och, du komm schon. Schaut, Opfer. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Au. Nehmt ihr Zeugs. Niemals nicht werde ich euch mein Zeugs überlassen. Das müsst ihr schon aus meinen kalten Tod nennen, Pool. Was ihr wahrscheinlich versuchen werdet. Na, den 50% sind besser als gar nichts. Mal getroffen. Brechstange. Au, wird ihm voll die Beine abgehauen mit der Brechstange. Guck dir das an. Die ist echt knallhart. Gefällt mir. Nee, die trifft sie beide nicht. Dann... Ah, geh mal dahin. Scotchmo. Außer Reichweite. Gehst du halt dahin. So, den triffst du aber. Ah, jawohl. Hey, ausgerechnet auf die gute Angela. So, du triffst mal wieder gar nichts. Du gehst mal... Ja, gehst mal dahin. Dann kannst du den zumindest treffen im nächsten Zug. Wenn er dann noch lebt. Haha, daneben. Ich hab nur das Auto getroffen. So, ihr Schneckenmänner. Hey. Du sollst nicht irgendwo in die Felswand schießen, sondern in den Typen rein. Was machst du denn? Jetzt baller den doch mal. Ach du komm. Dann gibst du für den halt auch die Brechstange. Da kenne ich nix. Immer feste drauf. Oh, oder auch nicht. Rose, erledige das mal. Da ist gleich die ganze obere Hälfte weggefallen. Wegrationalisiert, schätze ich mal. Für die Rangers. Ja, dann ranger den mal ein bisschen. Das sind Schmerzen. So, da steht noch ein Typ. An den komme ich aber nicht ran von hier. Nee, dann macht man Hinterhalt. Soll der ruhig rankommen. Und du machst auch einen Hinterhalt. Wollen wir nochmal sehen hier. Du machst auch einen Hinterhalt, weil du es kannst. Ach, ich dachte, der kommt dann raus. Nein, der bleibt einfach stehen und schießt. Mist. Dann muss ich zu ihm kommen. Nützt ja alles nichts. Oh, wenn ich da hingehe, dann kann ich ihn sogar treffen. Da ist nichts mit Verstecken dahinter. Brechstangi. Ich mag die Brechstange sehr. Hab ich das schon mal erwähnt? Du triffst auch gar nichts. Jetzt geh halt dahin. Du sollst da hingehen. Hab ich dir doch gerade befohlen.
also. Ja, jetzt läuft er natürlich wieder weg. Aber nicht mit mir. Ich komme schon an dich ran. Oder auch nicht. Na, warte, den hole ich mir. 13%. Das ist nicht so eine super Chance. Und da? 20%, naja. Nee, nicht getroffen. Scotchmo, kreis ihn mal ein bisschen ein. Der wird sich noch wundern. Und Gordon Freeman Style. Haha! Die Brechstange obsiegt. Die Brechstange ist stärker als das Schwert. Sagt man ja so. So, was darfst du mitnehmen? Hier vorne liegen noch mehr Leichen. Behelfsmäßiges Hackmesser. Hat mir schon festgestellt, dass das nicht ganz so super ist. Ja. Chirurgenbesteck. So. Und da haben wir eine Truhe. Und eine Truhe scheint ein Alarm zu sein. Und du 29%. Ich glaube, das schaffst du nicht, den zu entschärfen. Aber probier's mal. Du hast ja sonst gerade nichts zu tun. Ja. Der hat nicht funktioniert. Aber das ist ja alles halb so wild, weil die ganzen bösen Gleisräuber sind ja schon alle tot. Die können uns ja gar nichts mehr tun. Wenn der Alarm losballern, so viel der will. Nerv nicht, Alarm. Ich muss hier ein Schloss knacken. Ganz viel Munition. Oh, was hast du da? Du hast Zap. Autsch, du solltest definitiv vorsichtig am Umgang mit elektronischen Bauteilen sein. Nach dem Stromschlag siehst du alles ein wenig unscharf. Minus 1 Wahrnehmung, minus 4 Alarm entschärfen. Naja gut, dein Alarm entschärfen, wenn der sowieso nicht so gut funktioniert. Von daher. Hauptsache. Das Bombenentschärfen funktioniert noch bei Dirt im Maulwurf. Achso, du bist der Dirt im Maulwurf. Oh, ein Armee-Rucksack. Irgendjemand will ja doch einen Armee-Rucksack haben. Nein, du willst einen Armee-Rucksack. Ach, du hast schon einen Armee-Rucksack. Dann gib den mal weiter an wen anders. Du hast das plus Tierflüsterer, das darfst du auch gerne behalten, weil du bist ja Tierflüsterer. Dann gib den Rucksack mal weiter an sie. Sie hat Glück dazu. Glück ist eigentlich auch nicht schlecht. Wie sieht es bei dir aus? Fernkampftrefferbonus, aber minus Ausweichchance. Angela, du hast 2 Armee-Rucksäcke. Hier, setz mal einen Armee-Rucksack auf. Und du hast auch schon einen Armee-Rucksack. Ich habe ja schon einen Armee-Rucksack verteilt, wie bescheuert. Dann kriegst du auch einen. Was hat Rose eigentlich? Was ist mit ihrer Waffe hier? 2,3. 4,0, die ist ja besser. Und es ist auch eine Handfeuerwaffe. Und sie hat... Sie hat Handfeuerwaffen. Und dabei ist das eine Schrotflinte. Aber die Makarov, die knallt ja viel besser durch. Guck mal. Nur 3 AP für einen Einzelschuss anstatt 4 und 4 Schaden pro AP anstatt 2,3. Ja. Dann nimm noch die Makarov. Kriegst auch noch ein bisschen Munition ab. So. Dann läuft der Scheiß doch viel besser. Ah ja, da ist noch eine Kiste. Die nehmen wir auch noch mit. Eiserne Schulterpolster. Die sind bestimmt super bequem. Was habt ihr sonst noch in eurem zwerchigen Zwerchlager? Nichts. Nur Reifenberge. Naja. Denen die gefallen? Da will ich jetzt ja nicht drüber urteilen. Achso, und hier ist noch ein bisschen Heilung angesagt.